Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim Special Edition. Ich bin jetzt schon mal ein Stück Richtung Treffpunkt mit den Männern gelaufen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen diese Festung hier auch noch einnehmen. Deshalb werde ich sie gerade mal entdecken. Grünwall. Greifen die mich an, wenn ich in die Nähe komme? Ja, ist kein Thema. Ja, ich laufe doch schon wieder. Die haben ja auch alle die gleiche Stimme irgendwie, die Nord. So, Sturmwind, Entschuldigung, ich bin ja selber Nord. Und ich selber habe ja keine Stimme, außer halt das, was ihr jetzt von mir hört. Und ich bin nicht die Stimme von dem Typen. Aber egal. Da ist. Ist das dran? Ne, Drachenbrücke haben wir ja schon erkundet. Was ist denn das für ein Dorf davon? Ich war hier noch nie unterwegs. Boah, hat aber lange gebraucht, das die Waffen zu ziehen. Komm mal her, du. Um seine Bergdrache. Ne, ein Drache auf dem Berg. Trema, der Drache ist auf dem Berg, der Drache ist hier, schreie. Drachenfall. Ich hab gleich ein ganz dickes Problem, ich hab gerade einen Huhn angeschrien. Ah, Lydia hat den Drachen gerade getötet. Ja, nice. Darfst du gerne machen, Lydia. Das wird euch eine Lehre sein. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ja, ganz ehrlich, ist mir egal. Das sieht auch geil, die Lydia. Es gibt viele geile Rüstungen in dieser Immersive of Armors Mod. It's called. Lass uns etwas schneller gehen. Die Sonne. Also, okay, ne. So, gut. Wir reden hier mit keiner. Wir gehen weiter. Wir wollten speichern. Wir wollten ja das da unten machen. Eventuell mache ich später einfach mal irgendwann weiter damit, wenn ich es mal durch habe und dann Mass Effect durch habe. Kann auch sein, dass ich hier mal mit den Nebenquests weitermache. Der Wachturm. Oh, hier ist ein bisschen Blut. Brief des Turmwächters. Wurden gemeldet, dass eine Gruppe Armeesoldaten auf eure Position verstärkt sind. Talos schütze euch. Ja, ich glaube, die Verstärkung kam aber zu spät. Heiltrank. Pfeile. Pfeile, 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 Pfeile. Gold. Noch mehr Pfeile. Stahlhelm. Nee. 20%, aber ich glaube, das habe ich schon. Nee, will ich nicht. Bekleidung. Fellstiefel. So, okay, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, die Kundschaft, das sind hier direkt. Ich habe das Warten satt. Wann passiert denn endlich einmal etwas? Ich erinnere mich an euch. Ihr wart bei Helgen bei uns und bei Weißlauf. Schön, euch dabei zu haben. Wie geht es euch?
Das höre ich gern. Das muss unbedingt gut gehen. Das ist mein erstes echtes Kommando nach meiner Beförderung nach Weißlauf. Wisst ihr, in manchen Nächten sehe ich den Kampf mit geschlossenen Augen vor mir toben, als wäre ich immer noch dort. Etwa Klappe. Werdet ihr von den Männern heimgesucht, die ihr getötet habt? Ich ja. Ich nicht. Ihr werdet wohl recht haben. Ich bin gar nicht sicher, ob das gut ist. Aber lassen wir das. Was führt euch hierher? Tatsächlich? Wie es der Zufall will, verfolgen wir einen Wagen. Schon etwa einen Tag lang. Das also ist da drin. Münzen und Waffen. Woher wisst ihr das? Na schön, behaltet eure Geheimnisse. Ich verstehe schon. Dieser Wagen hatte vor kurzem einen kleinen Unfall. Jetzt ist er liegen geblieben, direkt vor uns auf der Straße. Wir sind in der Minderheit, aber ich habe einen Plan. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Wir schalten erst ihren Wachposten aus und suchen uns dann eine Position, von der aus wir das Lager überblicken können. Dann schleicht ihr euch bei ihnen ein und zieht ihre Aufmerksamkeit auf euch, während wir sie mit einem Pfeilhagel überziehen. Mit etwas Glück überrumpeln wir sie damit und gleichen so unsere Chancen ein wenig aus. Gute Idee. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich gehe da nicht alleine rein. Diese kaiserliche. So, aber bei Dunkelheit klingt halt wirklich besser. Und vor allem, ich habe mal alles abgedunkelt in meinem Zimmer. Jetzt sehe ich auch was bei Dunkelheit, das ist so schön. Haftung ist verdammt. Schwer. Seid ihr bereit? Ich weiß, was ihr meint. Gut. Auf dem Hügel patrouilliert ein Wachposten. Wir schleichen uns an und erledigen ihn mit einem gebündelten Pfeilhagel. Bleibt in Deckung und feuert auf meinen Befehl. Ich sehe absolut nichts. Also, ich sehe jetzt keinen. Ah, da. Wir holen ihn uns, wenn er wiederkommt. Noch nicht schießen. Feuer! Okay. Und jetzt. Geh mir rein! Wir bilden ein gutes Team, nicht wahr? Ich bleibe hier und bewache die Lieferung. Ihr geht mit den Neuigkeiten zum Lager zurück. Sie sollen ein paar Männer schicken mit einem neuen Wagen. Dieser hier ist nicht mehr fahrtüchtig. Gut, dann melden wir uns wieder bei Lega de Ricke. Ich frage mich eigentlich gerade, was Lega de Legat für ein Rang ist. Ich bin jetzt Präfekt. Wahrscheinlich gleich nicht mehr. Gleich bin ich nach Abschluss von Riften, bin ich irgendwas anderes. Aber kein General, aber irgendwas Höheres. Und was war ich davor? Und das mit Q. Querfekt? Querfekt, Präfekt. Postfekt? Keine Ahnung. Die Stelle, an der mich der Pfeil erwischt hat, schmerzt immer noch. Ich hasse Grünwald, hab ich. Gute Arbeit. Ein paar Leute mit einem Wagen werden die Beute holen. Die Waffen können wir hier gebrauchen. Das Gold reiche ich an Einsamkeit weiter.
Habt ihr eine Meldung für mich? Euer Ziel ist Festung Grünwall. Ha, wusstest du. Trefft euch mit den Soldaten, die sich gerade sammeln, und vernichtet die Rebellen. Anschließend werden wir die Festung besetzen. Nun, Soldat, seid ihr der Aufgabe gewachsen? Ja, sicher. Ich wusste, dass ich auf euch zählen kann, Soldat. So. Lassen wir mal dorthin. Und dann nehmen wir die mal so richtig auseinander. Nehmen wir die. So richtig rein. Aber wichtig, anderen Spell, anderen Schrei auswählen. Weil der Drachenfall ist da, glaube ich, nicht so. Ich probier's einfach mal damit. Hä? Ist hier nicht genug Platz für dich oder was? Dödel. Moment, nein, Schreie. Jedes Mal, wenn ich aus diesem Gefängnis befreit werde, spüre ich, wie meine Kraft zurückkehrt. Hört nun das zweite Wort des Seelenreißens. Was? Das Entreißen der Seele des Feindes aus ihrem lebenden Gefäß. Seele benutzen. Rickfar, oder? Aber das setzen wir nicht ein, wir setzen nämlich. Ja, wir setzen Feueratem ein. Rein! Inventar, Zaubertränke, das ist dann doch ein bisschen viel Schaden. Ihr seid verloren, in der Tat. Ich bin aber auch viel zu YOLO einfach reingegangen, gerade eben. Ich dachte mir mal, man könnte sich ja mal so einen Drachen gönnen, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ich muss ihm da raus. Aber irgendwie macht der Drache nichts. Weil man sich ja schon nichts gönnt. Inventar, Zaubertränke. Fast Lydia in den Kopf geschlagen. Wollen wir ganz kurz das gucken, Bekleidung. Zaubersammel, jetzt habe ich schon an. Verdammt. Was? Die war full life. Oh, mein Bild ist auch sehr schön. Ja, finde ich
Interessant, das Ganze. Wie sich das hier gerade entwickelt. Das Talent Schmiedekunst erlaubt es dir, Knochenrüstungen anzufertigen. Elfische Schmiedekunst erlaubt es dir, Chitinrüstungen anzufertigen. Die Stelle, an der mich der Pfeil erwischt hat, schmerzt Anzufertigen. immer noch. Anzufertigen. Ach nö, nicht schon. Oh ne, ich muss ja nur dahin reisen. Ich dachte schon. Hat er gespeichert. Gut. Wir lassen das mit dem Drachen sein und gehen rein. Und dann kann ich jetzt auch meinen Feueratem benutzen. Oder Schnee, Frost, ne? Feuer, Feuer. Feuer ist gut. Vielleicht mache ich einfach nur Yol. Und nicht, das komplett aufgeladen. Genug! Die kommen von der Seite. Jetzt bezahlt ihr. Und nochmal einen Zaubertrank nehmen. Ach, Inventar. Dann machen wir noch mal ein bisschen hier mehr Zaubertränke. Rein da. Was spawnt ihr hier? Wenn ich immer X drücken würde, wäre das auch schön. Einmal ganz kurz, ich muss was trinken. Ich hab doch bestimmt irgendwo da. Zaubertränke. Eieiei. Ach, da oben sind noch ein paar mehr davon. Okay. Ah ja, stimmt, zwei Hände machen ja ein bisschen Schaden. Das unterschätze ich immer ein bisschen. Ich hätte einfach hinten warten sollen, sie war die letzte. Toll, nochmal von vorne. Ah! Erbregungsgummibärchen. Ich hab halt keine mehr. Bald muss ich Erbregungskekse essen, verdammt. Ich weiß, was ihr meint. Ich bin einfach viel zu YOLO in den Festungen. Das ist einfach stupid. Ich hab die anderen, wie soll ich sie nicht kämpfen lassen? Ich kann mich einfach hinstellen und warten, bis sie gestorben sind. Toll. Ich brauche Ausdauer. Ich muss immer nicht Ausdauer skillen. Schereihe.
So viel Magiker habe ich nicht. Das heißt, wir beschwören einen Nebelmann. Ne, Knochenmann. Waffen. Rein. Boah, in der Zeit haben die hier schon einen erledigt. Toll. Das ist eine gute Idee. Und snipen wir einfach hier um ein bisschen runter. Oh! Die spawnen hier! Dann machen wir das halt nicht von dort oben. Wenn mich von hinten nicht alles blocken würde, wäre das schön. Dann könnte ich nämlich einfach mich mal bewegen und in Ruhe nichts tun. Lüder, du hast das? Ich trink mal kurz an. Ne, mach ich nicht. Ich gönn mir mal ganz kurz. Wieso kann ich die Zaubertränke, den Heilung bitte auf beides legen, aber das Schwert nicht? Ich kann vor allem die ganze Energie des Ariels Bogen ohne Probleme. Ja. Unsichtbar, nice. Ihr seid eine Schande für euresgleichen. Ihr wollt zu den Nord gehören? Das ist ja richtig toll, wenn die auch unsichtbar werden. Ach komm, rein. Jo. Alter, wer schlägt hier? Hier ist irgendein unsichtbarer Dödel. Hä? Junge! Wenn die Typen unsichtbar sind, regt mich das ja gerade richtig auf. Und ich könnte nicht mal nach vorne schlagen, weil da stand Lydia, die hätte ich gekillt. Oh ey, wie mich das jetzt gerade ankotzt.
Okay. Habt ihr ein... Halt die Klappe. Gut. Dann gehen wir jetzt halt richtig rein. Mit die Schnauze voll von dem Scheiß, ey. So. Ich hab die Scheiße ja nicht umsonst. Haltet endlich still! Meine Güte. Also damit schon wieder unsichtbar, ja? Ich komm mal nicht rein. Hey Jungs, kommt ihr mal bitte. Ich möchte nicht für so einen Scheiß einfach nur wegwerfen, die Rolle. Oh. Hier geht's gar nicht weiter. Hi. Au. Ah, hier sind doch ein paar. Hey. Okay, Schriftrollen beschwören dauert eindeutig zu lange. Ich könnte ja mal speichern, wenn ich dort bin. Wieso dauert der? Den habe ich doch schon mal verwendet. Dauert doch nicht lange. Ist egal. Das ragt nicht so wie das gerade eben. Entschuldigung. Muss mich beherrschen. Tief durchatmen. Und ausatmen. Wieder ein. Und du bist ruhig. So. Runterkommen und ruhig bleiben. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel, was dich verarschen will, aber es ist nur ein Spiel. Zerstörung, komm, machen wir mal, was diesen hier kosten. 25 Schadenspunkte. Achso, YOLO. Woher seid ihr gekommen? Ach Mann. Das macht ja echt gar keinen Schaden und kostet einfach viel zu viel Mana. Waffen. Ja, YOLO, rein. Pack den Hammer weg, der bringt dir nichts. So, weiter geht's. Ach man. Oh, ja, da sehe ich mich. Durchsensen, speichern. Und nochmal zurück, da kamen neue. Kümmern wir uns mal um die Artillerie. Gut, dass ich gespeichert habe. Wo kommt der denn auf einmal von hinterher? Und ihr so? Hi! Nee, nicht so gut. Ja, wieder. Kümmer du dich. Wo häng ich denn hier? Ach, hier ist ein Kopf. Seid ihr zum Sterben bereit?
Hüte ändert das auch nicht so richtig gut. Hüte, du stehst wieder zu deep drin. Ja, deshalb schlage ich auch nicht drauf. Alter, schon wieder von hinten. Wo kommen die denn her? Hinter mir war keiner. Alter, wie behindert ist denn das gerade? Oh, scheiß drauf. Ich meinte jetzt da unten den. Ein, 200 weniger. Inventar. Zaubertränke. Mal sehen, was ihr tut. Nee. Ich bin nicht verloren, du bist verloren. Noch kein Feuerdingens machen. Wir speichern mal wieder ab. Laufen einmal hier auf die Seite. Wo kommst du denn her? Ich bin ja fast von hinten wieder. Oh! Lydia. Das kannst du nicht machen. Lydia, regelst du das bitte mal? Na! Ah! Der ist immer noch hinter mir. So. Wenn ich ihn umschreien muss. Da ist gerade wieder gespawnt. Eieiei. Und jetzt bitte einfach nicht sterben in der Zeit, das wäre auch schön. Wieso soll ich da reingehen? Vergiss das. Speichern. Ohne Witz, diese Festung hat mir gerade richtig getiltet. Wer kommt denn auf die Idee, unsichtbare Leute da reinzusetzen? Mit so Bugs, die nicht spielentscheidend sind, kann ich erleben. Aber das hier war ja schon fast spielentscheidend. Köpfe mal gegen einen unsichtbaren Gegner, den du nicht siehst. Und der keine Hitbox besitzt. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Befiedern von Pfeilen ist... Ja, doch. Es ist vielleicht nicht wirklich das Spannendste, aber es macht Spaß. Na, man weiß, wenn man die Feder falsch geklebt hat, ist man selber schuld, wenn der falsche Eis fliegt. Zaubertränke bekommt ihr in Angelines Aromalädchen. Ich glaube, ich werde jetzt einfach gleich mal alles mögliche an Tränken, die ich brauche, verkaufen und Heiltränke kaufen. Anders überlebt man das ja nicht mehr. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir falschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Es war ein großer Erfolg, die Kontrolle über Rift zu erlangen. Ulfric ist jetzt bestimmt ganz schön nervös, da wir direkt vor seiner Haustür sitzen. Ihr habt viel erreicht. Ich halte euch für unverzichtbar und befördere euch hiermit zum Tribun. Meine Glückwünsche. Hier, nehmt dieses Geschenk als Zeichen der Wertschätzung des Kaiserreiches. Und meiner eigenen. Shield of Isgarmor. Ihr werdet in Winterfeste gebraucht. Meldet euch dort bei unserem versteckten Militärlager. Mögen die Götter mit euch sein. Gut.
Wir gucken mal gerade das Schild von Iskamor. Es würde mir halt nochmal ein bisschen Rüstung geben, aber weniger Schaden, aber ich könnte halt einiges wegblocken. Ich weiß halt aber nicht, ob ich das machen möchte. Oh, warte. Ja. Gucken wir später. So, Serana, Lydia, kommt ihr bitte da raus? Dankeschön. Heieieiei. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Ich werde mal was testen. Euren überflüssigen Krempel könnt ihr im Kram mit Charme verkaufen. Eines nicht allzu fernen Tages werdet ihr alle eine richtige Schlacht schlagen. Kodlak Mene befindet sich jetzt an einem besseren Schade, schade, ich könnte ihm so dazu bringen, dass er die nicht schießt. Einen besseren Ort als Sovngarde. Ja? Ich kann ihm keine Pfeile klauen, das ist doof. Im Namen des Jahres. Oh ja, ist ja gut. Genau in die Mitte treffen. Kluger Mann! Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwa. Keine Ahnung, ob ich jetzt gerade geladen habe oder sonst was. Gut, hab geladen. Ja gut. Testen hat nicht so ganz geklappt. Wir sehen uns dann für eine nächste Folge wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.